Erkennen Sie die Bilder, liebe Zuschauer? Das ist Hockenheim 1987. Auf der alten Strecke wurde am 26. Juli der 8. Lauf des Jahres gefahren und zum 6. Mal steht Nigel Mansell auf der Pole. Allerdings hat er davon, von diesen bisher 7 gefahrenen Grand Prix, nur 2 gewinnen können. Das ist die Onboard von Satoru Nakajima, dem Teamkollegen von Ayrton Senna. Und den Ton geben in diesem Grand Prix andere Piloten an. Nelson Piquet und zunächst auch Alain Prost. Doch der Reihe nach, die besten Szenen jetzt in den nächsten Minuten. Marc Sura, wie immer zu meiner Rechten, kommentiert Ihnen den Start. Aus Ihrer Sicht vorne rechts Mansell, links dahinter, das ist Ayrton Senna. Und Sie werden gleich sehen, dass Senna einen super Start hinlegt, während Nigel Mansell gut losfährt und dann aber offensichtlich den zweiten Gang nicht einlegen kann und verliert gleich 2 Plätze. Prost geht nämlich noch innen durch. Dann sortiert sich das Feld auf die erste lange Geraden Richtung Wald, Richtung Hartwald, bevor es dann in eine Schikane geht. Martin Brandl ist stehen geblieben im Zackspeed, wird angeschoben. Das ging damals noch, das Anschieben. Damals gab es noch keine Halbautomatik. Und hier hat bereits Mansell einen Platz wieder gut gemacht gegen Prost. Senna, Mansell, Prost, Piquet. Schaden für Mansell hat sich in Grenzen gehalten. Mal sehen, ob er auch Senna wieder kassieren kann. Aber der ist ja bekannt für seine explosiven ersten Runden. Zweite Schikane. Und dann geht's Richtung dritter Schikane. Die damals noch sehr flüssig war, sehr schnell war. Und dann Richtung Motodrom. Da bleibt die Strecke bis heute fast unverändert, was jetzt kommt. Für den Zuschauer ideal, er kann eine Menge einsehen. Stadionatmosphäre. Ausgang Sachskurve ist das. Und dann die Opel-Kurve, so hieß sie damals. Und die Start-Zielgerade, Senna immer noch vorne, aber nicht mehr lange. Schauen Sie mal, wie Mansell da wieder angeflogen kommt. Damals wurden 44 Runden gefahren. Die Hockenheim-Rennen der Vergangenheit gelten gemeinhin als Hochgeschwindigkeits-Windschattenschlachten und hier sehen wir einen solchen Vorgang. Mansell hat Senna, Mark. Genau, und auch Prost ist aufgeschlossen auf Ayrton Senna. Und das Ganze könnte man damit erklären. Am Start, die ersten Runden, wird immer volles Rohr, Ladedruck gefahren. 4 Bar war maximal erlaubt, das sind irgendwo zwischen 900 und 1000 PS. Aber damit kommt man nicht über die Distanz, das heißt, wer Sprit sparen will, wer am Schluss noch was haben will, muss so früh wie möglich den Ladedruck wieder zurücknehmen. Aber Mansell hat erstmal in Führung gehen wollen, bevor er den zurücknimmt. Ayrton Senna hat wohl schon zurückgedreht, weil jetzt kommt er nämlich auch unter Druck von Alain Prost. Was bekommt Hockenheim für einen Schwierigkeitsgrad von 1 bis 10? Eine 6. Noch so viel? Ja, weil es ist eine spezielle Strecke, wo mit das Windschattenfahren und so ist dann doch etwas, was man auf anderen Strecken nicht hat. Und jetzt geht Prost vorbei. Und Senna wehrt sich überhaupt nicht. Das heißt, er hat wohl Leistung zurückgenommen. Wie viel Mut benötigt man? Seit die Ostkurve nicht mehr ist, braucht es null Mut. Es ist nur die Gefährlichkeit auf der Geraden, die Taktik mit dem Windschattenfahren. Und natürlich hat man im Motodrom sehr wenig Flügel. Die Autos rutschen im Motodrom. Und das macht das ganze Fahren dann doch wieder schwierig. Wir haben eine wirklich tolle Anfangsphase gesehen. Mansell hat sich zurückgekämpft an die Spitze. Prost hat überholt. Senna jetzt nur noch Dritter und er hat seinen Landsmann Nelson Piquet hinter sich. Da könnte ein brasilianisches Duell
drohen im positiven Sinne. Hier kommt schon, achten Sie auf den Bildhintergrund. Da, Piquet ist vorbei an Senna. Ah, die Williams waren das Maß der Dinge. Lediglich Alain Prost mit seiner Eichhörnchen-Taktik, die maximalen Punkte mitzunehmen, plus dann, wenn das Auto gut genug war, zu siegen, das auch umzusetzen. Nur er war in der Lage, Piquet und Mansell Paroli zu bieten. Senna hatte gute Momente im Lotus, aber das Auto war insgesamt auf die Saison gesehen, bei weitem nicht so konkurrenzfähig wie die Williams-Honda. Und alle anderen spielten keine Rolle. Allen voran muss man da Ferrari nennen, mit Alboreto, der jetzt hier hinter Senna liegt, und Berger. Ja, und das ist mir jetzt dann doch etwas zu langsam bei Ayrton Senna, dass Alboreto hier auch schon angreifen kann. Vielleicht hat er da wirklich entweder ein Problem oder doch zu viel Leistung weggenommen. Aber wir werden sehen, wenn sich das ein bisschen eingependelt hat, zeigt sich da immer wieder aggressiv im Motodrom drin, kann man eigentlich nicht gefahrlos überholen. Der Cesare ist im Flachmann von BMW, also Brabham BMW. Dieser flachgelegte Vierzylinder-Turbomotor. Und jetzt Alboreto auf der Start-Zielgeraden. Aber da kommt man an einem Ayrton Senna nicht vorbei. Jetzt bin ich gespannt, ob Ayrton wieder ein bisschen den Ladedruck erhöht, um die lästigen Verfolger da loszuwerden. Wieder auf den Bildhintergrund achten. Vorne sind die Positionen bezogen. Und so ist es. Dahinter Buzen ist dafür jetzt an Alboreto vorbei. Ja. Wie kann man das erklären? Ja, weil der Alboreto da im Motodrom so angegriffen hat, hat er wohl nicht die optimale Linie erwischt, um in den Wald hinauszufahren. Und dann fehlt halt Schwung. Und Buzen hat das clever ausgenutzt. Buzen sitzt im Benetton Ford Werkswagen. Und er hat da illustre Leute wie Berger, Johansson, Patrese und auch den Teamkollegen Fabi weit hinter sich. Viel Rauch immer hier bei Derek Warwick beim Anbremsen. Ja, genau, immer wenn er vom Gas weggeht, qualmt. Das heißt, ein Kolben zieht da Öl hoch. Oder ein Turbo, der ein bisschen undicht ist. Eigentlich kein gutes Zeichen. War Hockenheim eine Killerstrecke für die Turbomotoren? Es war das Problem in diesem Jahr, dadurch, dass nur 195 Liter erlaubt waren, Spritmenge. Für die ganze Distanz hat man immer versucht, möglichst mager zu fahren. Und ein Motor, der zu mager eingestellt ist, läuft heiß. Und es kann natürlich auch sein, dass dann ein Kolben durchbrennt. Also das war schon immer an der Grenze. Man wollte möglichst verbrauchsgünstig fahren und hat damit die Motoren mehr belastet, als wenn man volle Leistung gefahren wäre. Insgesamt hatten 25 Piloten die Qualifikation aufgenommen, beziehungsweise den Grand Prix, muss ich sagen, aufgenommen. Und 7 kommen nur ins Ziel in diesem Rennen. Ja, wenn man sich das heute vorstellt, kaum mehr denkbar, dass nur noch dass so viele Ausfälle gibt. Die Zuverlässigkeit damals eher Zufall als berechnet. Ja, das ist vielleicht der auffälligste Unterschied. Die unglaubliche Standfestigkeit, prozentual gesehen, zu damals. Auch wenn es natürlich immer wieder Ausfälle gibt. Diese unsägliche Schikane hier hinten. Eine Notlösung, um die Ostkurve zu entschärfen. Weil ganz einfach, man durfte keine Bäume fällen, man konnte keine bessere Lösung machen. Eigentlich das der Grund, warum schlussendlich der neue Hockenheimring entstanden ist. Hier kommt René Arnoux in die Box. Das kann kein Routinestopp sein. Das sieht nach einem Ausfall aus. Die blauen Ligier Megatron in diesem Jahr extrem anfällig. Die standen mehr an der Box, als dass sie im Grand Prix fuhren. Man nimmt die Haube weg über den Motor, über den Megatron-Motor. Das war also ein ehemaliger BMW-Motor. Und der nächste BMW-Motor kommt auch schon. Das ist Ricardo Patrese im Brabham BMW. Ligier hatte
den Mader-Motor drin, also den stehenden BMW-Motor, den alten. Der hieß Megatron. Und Brabham fuhr mit der Werksmaschine. Allerdings muss man zur Ehrenrettung von BMW sagen, im Jahr 87, man hatte sich verabschiedet aus der Formel 1. Verträge allerdings, die Ecclestone, als ehemaliger Brabham-Teamchef, mit den bayerischen Motorenwerken gemacht hatte, zwangen die Münchner in der Formel 1 zu bleiben. Aber man hatte natürlich nicht mehr die Unterstützung und nicht mehr die Werft des Engagement in der Formel 1. Und so kann man vielleicht die doch sehr vielen Schäden erklären, denn Brabham war ja ein Top-Team. Piquet war 81 mit BMW Power Weltmeister geworden. Honda dominierte, hier sehen Sie das, mit Mansell und Piquet. Auch Senna im gelben Lotus hat Honda Power. Da konnte lediglich der Tag-Turbo genannte Porsche-Motor mit Alain Prost und in diesem Jahr Stefan Johansson mithalten. Aber die Williams waren sicherlich das Maß der Dinge 87. Technisch der größte Unterschied und von den ersten vier Autos ist der Lotus mit der aktiven Aufhängung. Der hatte also eine elektronische Aufhängung, die die Dämpfer verstellte, die Fahrzeughöhe regulierte. Und das war doch ein Wahnsinnsschritt, eine Entwicklung, die sich nicht auf jeder Rennstrecke bemerkbar machte, aber auf den Stadtkursen, auf den welligen, holprigen Stadtkursen, da war der Lotus sehr gut unterwegs. Senna hat Monaco und Detroit gewonnen und zeigt doch, dass diese Aufhängung Vorteile bringt, zumindest wenn es wellig ist. Mansell hat jetzt einen aufmüpfigen Franzosen in den Rückspiegel. Das kann zwei Gründe haben. Erstmal die Reifen. Je nachdem, wie einer das Auto abgestimmt hat, kann es durchaus sein, dass er da ein bisschen mit den Reifen in Schwierigkeiten kommt, mit vollen Tanks. Ja, die sind ja alle mit vollen Tanks gefahren. Also 150 Kilo Sprit ungefähr dabei. Das ist schon eine Wahnsinnsmenge. Und das Zweite ist, man hatte die Anzeige über den Verbrauch. Die waren inzwischen sehr genau geworden, weil man schon längere Zeit mit Verbrauchsreglement fuhr. Dass man also immer gesehen hat, wenn man über die Start- und Ziellinie fuhr, musste die Zahl umspringen auf die nächste Rundenzeit. Wenn sie vorher umgesprungen ist, dann war man im Minus mit dem Verbrauch. Das heißt, man musste Sprit sparen, früher hochschalten, Drehzahl ein bisschen reduzieren oder den Ladedruck zurücknehmen. Und da gab es immer wieder diese Verschiebungen. Da musste man einfach eisern sein, weil wenn man mal wirklich ins Minus kam, konnte man das fast nicht mehr wettmachen. Und jetzt ist Prost dran. Windschatten. Außenseite, da geht's nicht. Gegen einen Menzel. Und jetzt im Infield, Sachskurve. Da ist Prost zu clever, als dass er da versuchen würde, vorbeizugehen. Aber er könnte schneller, deutlich zu sehen. Also deswegen tippe ich mal, dass im Moment die Reifen von Menzel nachgeben. Man sieht, der Alain Prost kann viel enger fahren und Menzel muss jetzt schon kämpfen. Die letzte Kurve sauber erwischen, das hat er geschafft, aber Alain Prost hat den Windschatten. Und jetzt fährt Menzel vorne zickzack, heute nicht mehr erlaubt, nur noch einmal die Seite wechseln. Prost auf der Außenseite und vorbei ist er. Sauber gemachtes Manöver, gut getimt von Alain Prost und spektakulär bei Hochgeschwindigkeit, aber trotzdem beeindruckend. Prost meldet sich zurück. Zwei Williams hinter einem McLaren. Das ist ein seltenes Bild und wenn es was zu erben gibt, ist auch ein gewisser Ayrton Senna immer da. Richtig, der ist auch aufgeschlossen, was eigentlich dafür spricht, dass Menzel eher langsamer geworden ist. Also,
halten wir die Reihenfolge fest. Post, Mansell, Piquet und Senna. Und es gibt den ersten Boxenstopp. Johansen ist das, der eigentlich in diesem Jahr bisher noch nicht brillieren konnte, aber warten wir es ab, das sollte sein bestes Rennen werden. Auch wenn er jetzt nicht losfahren kann. Vielleicht sollte er den richtigen Gang nehmen, dann geht's besser. Sowas kostet Zeit, aber es gibt kein Tempolimit in der Boxengasse, da kann man durchglühen im wahrsten Sinne des Wortes. Und über die weiße Linie fahren darf man auch. Alles erlaubt. Damals war die Formel 1 noch wild. Da gab es noch keine Verkehrsvorschriften wie auf der Straße. Du hast es gesagt, Stefan Johansson, der hochgeschätzt war für Keke Rosberg, den Drive bekam bei Rot-Weiß, der Finne, der Champion von 82, gab ja den Rücktritt bekannt. Und Johansson kam von Ferrari, aber er steht von Anfang an im Schatten von Alain Prost. Gut, der war zweimal Weltmeister geworden hintereinander. Vielleicht konzentrierte sich das Team auch mehr auf den Mann mit der Nummer 1. Aber der Abstand von Johansson, der weiß Gott kein langsamer war, ist doch ein bisschen groß. Und groß ist auch Christian Danner. Man erkennt ihn immer sofort, dass sein Kopf höher aus dem Cockpit ragt als bei anderen mit dem Zackspeed hier. Im Hintergrund. Unangenehm, wenn man so weit oben sitzt, dann reißt einem auf den Geraden hier im Wald den Kopf hin und her. Buffeting nennen das die Engländer. Da kriegt man Halsmuskelkater nur vom Kopf halten. An der Spitze nach wie vor Prost, Mansell, dann Christian Danner, der schon überrundet wurde. Die einzige Gemeinsamkeit zum McLaren, das Rot und Weiß am Auto. Den Werbesponsor musste man aufgrund der Tabak-Werbebestimmungen umnennen, aber trotzdem immer noch gut zu lesen. Ganz cleverer Marketing-Schachzug. Aber Zackspeed hat leider zum Enttäuschen der deutschen Fans nie in der Formel 1 überzeugen können. Ein Auto, was zu viel kaputt war. Da konnte auch Martin Brundle, der Brite im Team von Erich Zarkowski, nichts bewegen. Die anderen Rot-Weißen stehen parat für ihn hier, für Alain Prost. Scheint ein Routinestopp zu werden, weil er führt souverän und ohne Probleme, aber er wechselt, weil die Belastung. Ich glaube, diese Hochgeschwindigkeitsstrecke für die Reifen doch eine sehr hohe ist. Die werden da durchgewalkt bei über 300. Oh, dieser moderne Wagenheber war nicht aus dem Weg. Ein hydraulischer Wagenheber, während die anderen noch von Hand arbeiten. Auch heute eigentlich wieder alle von Hand arbeiten. Damals McLaren an der Box. Besser ausgerüstet mit einem hydraulischen Wagenheber, aber der war ein bisschen schwer zum Wegziehen, wie wir jetzt gesehen haben. Und Ron Dennis' Gesicht, der war nämlich kurz dahinter im Bild, sprach Bände. Und Mansell nutzt die freie Fahrt, um zuzulegen. Um dann seinerseits zum Stopp zu gehen. Eine Tendenz des Jahres 87 war, je früher man zum Reifenwechsel ging, umso mehr Reserven hatte man. Je früher man neues Gummi mitnahm, weil man ja nicht tanken durfte, desto mehr Vorteile hatte man gegen Ende. War das eine umgedrehte Tendenz zu heute? Ja gut, wenn du neue Reifen früher holst, kannst du ja länger mit den neuen Reifen fahren. Das ist Berger. Das ist Gerhard Berger mit Turboladerschaden. Damals gab es keine Motorschäden, sondern Turboschäden. Das war einfach so das Normale. Der Turbo war ja ein Zubehörteil. Aber oft waren es eben doch richtige Motorschäden, obwohl man von Turboladerschaden sprach. Nein, das frühe Wechseln war natürlich so, dass man sich dann mit frischen Reifen einen Vorsprung herausfahren konnte
und meistens gegen Ende des Rennens ja sowieso nur noch taktisch gefahren wurde. Aber wir haben ja auch andere Rennen gesehen, wo dann kurz vor Schluss noch entschieden wurde. Silverstone in dem Jahr, Nigel Mansell, 2 Runden vor Schluss seinen Teamkollegen überholt, weil er bessere Reifen hatte, weil er frischere Reifen hatte. Also es gab auch andere Beispiele. Jetzt kommt Piquet. Er war besser als der von Alain Prost. Allein schon wegen des Wegfahrens. Das ist Andrea De Cesaris auf dem Weg zurück. Ja. Die Wege waren lang damals im Hartwald. Richtig. Aber normalerweise gab es einen Service, wenn man über die Leitplanke kletterte auf die Innenseite. Da gab es eine Verbindungsstraße. Während hier Christian Danner kommt und wieder Zack Speed in Motorenproblemen erlebt. Nein, es ist diesmal nicht der Motor, sondern die Halbwelle, diese Achswelle ist abgerissen. Kann passieren beim Herausbeschleunigen aus den Schikanen, wenn man so über die Randsteine fährt, gibt es Schläge und dann kann eine Achswelle brechen. Hier im Hintergrund dieser Gruppe, im gelben Lotus Honda, das ist Ayrton Senna. Der liegt vor Piquet, aber der zweite Brasilianer hier war ja schon gerade beim Reifenwechsel. Mansell in seiner unnachahmlichen Art. Ja, da ist er zu schnell in die Schikane vor der Box gefahren. Hält aber jetzt schön brav an. Putzt sich selber den Helm. Zum Putzen. 9,16. Und die Füße bitte einziehen. Ein Wahnsinn. Wenn man sich das heute vorstellt, wo alles so brav durch die Box fährt und trotzdem manchmal noch was passiert, damals volles Rohr mit 1000 PS aus der Box raus beschleunigen. Kalten Reifen. Ja, kommt noch dazu, die waren ja nicht vorgewärmt, das war noch nicht erfunden zu dem Zeitpunkt. Das kam so 89, also 2 Jahre später kamen die ersten mit dieser Idee. Prost, Mansell, also es hat sich nichts geändert an der Reihenfolge, nachdem beide drin waren. Der Abstand ist in etwa gleich geblieben, die Position sowieso. Und damit sind die Positionen jetzt erstmal bezogen. Ein typisches Hockenheim-Rennen. Die Wechsel bringen Farbe, aber keine Abwechslung. Ja, wir haben die ersten Runden waren super, aber dann wird es meistens taktisch in Hockenheim. Zieht alles auseinander. Und was wir in Hockenheim auch immer, also auf der alten Strecke gesehen haben, nämlich viele, viele Ausfälle. Ja, und mir ist so, als hätte auch Nigel Mansell da eine kleine Rauchwolke. Es hat mal kurz ein bisschen gequalmt, genau, beim Schalten. Nicht ganz so schlimm, wie wir das vorhin bei Derek Warwick gesehen haben, vor der zweiten Schikane, aber da war schon ein wenig Qualm. Prost ficht das alles nicht an, der führt. Genau, und fährt seinen im typischen Fahrstil schön sauber, reifenschonend, alles unter Kontrolle, um auch am Schluss noch ein gutes Auto zu haben. Doch, es sollte anders kommen. Hier sind es zunächst noch 4,5 Sekunden. Ike ist hier an Adrian Campos vorbei und Ayrton Senna kommt. Und weiter geht's. Was nimmt er da noch für ein Tape mit? Ja, es sieht wirklich aus, als ob es nur ein Klebeband ist. Bei ihm qualmt es übrigens auch ein bisschen. Ja. Muss aber nichts bedeuten, weil das Auto gestanden hat. Es ist durchaus möglich, dass es ein bisschen überhitzt. Das ist
Martin Brundle im zweiten Zacksbeet, nachdem ja Christian Danner mit dieser gebrochenen Halbwelle hat aufgeben müssen, rollt er noch. Und hier erwischt es wieder jemanden. Ja, Derek Warwick, der Megatron-Motor, made in Switzerland bei Heini Made. Auch hier gibt man Turboladerschaden an, und da es nur auf einer Seite brennt, kann es durchaus auch so sein. In der 23. Runde muss der Brite das Auto abstellen. Nicht der letzte Ausfall, aber die Liste wird immer, immer länger. Gerd Berger hier im Bild ist ja auch schon in der 19. Runde ausgeschieden. Ah, der ist jetzt schon bald zurück in der ersten Kurve da, Richtung Boxengasse ist es nicht mehr allzu weit. Hier ist der offiziell gemessene Abstand 3,4 Sekunden. Menzel macht ein bisschen Boden gut. Trotzdem werde ich das Gefühl nicht los, dass Prost die Sache kontrolliert. Jetzt kommt Senna erneut zur Box. Das kann kein Routine-Stop sein. Der war doch gerade erst. Arbeiten am Frontflügel, schauen, keine Reifenwechsel. Hat das mit diesem Klebeband zu tun? Hat er da mehr als nur ein Klebeband mitgenommen? Ich habe da keine Information. Auf jeden Fall hat man was weggenommen. Aber dadurch ist natürlich noch weiter zurückgefallen. Prost, Menzel, Piquet, Thierry Boutsen. Das ist jetzt die aktuelle Reihenfolge. Manini hätte er überholt. Wo ist denn Nigel Menzel abgeblieben? Hier Menzel ist rollt aus mit dem ersten Motorschaden von Honda. Also, das ist für Menzel natürlich bitter, da ja alle unmittelbaren Konkurrenten auch immer gepunktet haben. Zählt jetzt die Zuverlässigkeit hier gut bei Halbzeit der Weltmeisterschaft. Da darf man eigentlich keinen Nuller schreiben. Nach Menzel erwischt es hier Nannini mit dem Minardi, mit dem Motori Moderni, der Moderni war. Ja, auch da wird Motorschaden angegeben. Und Menzel scheidet nicht nur aus, er muss auch seinen ärgsten Rivalen Piquet durchlassen. Thierry Boutsen kommt rein und Senna kommt schon wieder mit, lässt sich den Frontflügel wechseln. Also da war irgendwas oder stimmt irgendwas nicht mehr. Kann durchaus natürlich auch mit seiner Aufhängung zu tun haben, diese aktive Aufhängung, dass die vielleicht in der Höhe irgendwie ein Problem gemacht hat, dass das Auto aufsitzt und etwas beschädigt hat. Hier ist er wieder ins Rennen gegangen, während hier bereits der verlassene Benetton Ford von Thierry Boutsen steht. Auch da wird uns ein Motorschaden gemeldet. Die Liste wird länger. Es fahren noch 10 Fahrzeuge von 25 gestarteten. Bald heißt es durchkommen und Punkte machen. Richtig, und da vorne ist alles so weit auseinandergezogen, dass man eigentlich denkt, das Rennen ist gelaufen. Ja. Doch, man denkt nur. Ein Grand Prix kann sich in jeder Kurve verändern. Du hast mal gesagt, man weiß nie, was in der nächsten Kurve passiert. Das ist die ganze Aufregung der Formel 1, egal wie statisch manche Rennen sind. Und hier gibt der nächste Motori Moderni den Geist auf. Ja. Adrian Campos. Ganz bekannter Mann heute. Der Entdecker von Fernando Alonso ist das, der heute jetzt ein GP2-Team hat und damals den Go-Kart-Fahrer Fernando Alonso in sein Team geholt hat für die spanische Meisterschaft. Damit ist wieder einer draußen. Es fahren noch 9 Piloten.
Ja, die Zuschauer sehen nicht gerade ein spannendes Rennen da. Mit so wenig Autos und so weit auseinandergezogen. Aber das war eigentlich typisch für den alten Hockenheimring. Und da muss man mal sagen, dass der neue viel, viel bessere Rennen bietet. Überholmanöver, Fights, Fahrfehler, während die alte Strecke meistens ein Ausscheidungsrennen war. Da kann man wirklich sagen, es ist schade, fehlen die langen Geraden, aber grundsätzlich gibt es heute bessere Rennen in Hockenheim. Jetzt kommt erst Nelson Piquet über Start und Ziel. Das ist der aktuelle Rückstand zu Alain Prost, 14 Runden vor Schluss. Das sind riesige Abstände. Und Ayrton Senna tut gut dran, trotz dreier Boxenstops weiterzufahren, denn er wird Zähler holen, wenn er nur durchkommt. Einmal qualmte der Lotus, dann wurde der Frontflügel gar nicht mal die Nase gewechselt, sondern nur der Aufsatz. Eine ganz interessante Konstruktion war das. Einmal wurde ein Helikopter-Tape entfernt. Martin Brandl, Reifenwechsel und zack, Speed. Der nächste an der Box. Und weiter geht's. Hier gibt der Nächste auf, Piercarlo Ghinzani im Lotus. Die blaue Zitrone aus Frankreich, so könnte man dieses Auto betiteln. Nur Ausfälle von Arnoux und Ghinzani. Ja, seit sie diesen Ex-BMW-Motor hatten, haben sie irgendwie beim Einbau was falsch gemacht, weil so schlecht war der Motor nicht, dass sie so viele Ausfälle haben müssten. Aber wie gesagt, Hockenheim war vor allem bei diesem heißen Wetter sehr, sehr hart für die Motoren. Damit sind noch 8 Autos im Rennen. Es ist noch nicht der letzte Ausfall. Es wird noch einen ganz prominenten treffen. Das heißt, heute an diesem Sonntag, am 26. Juli 1987, können auch Sauger punkten, sprich Saugmotorpiloten, die zwei Tyrrell fahren, noch Philipp Streif und Jonathan Palmer. Auch Philipp Alliot ist noch unterwegs. Er fährt ein Lola Ford, ebenfalls ein Saugmotor. Piquet überrundet hier Ayrton Senna, der weiterhin Qualmentwicklung am Heck hat. Und das Auto sitzt ziemlich stark auf. Ich denke, der hat ein Problem mit seiner aktiven Aufhängung und der Qualm kommt möglicherweise von einem Flüssigkeitsverlust von dieser Hydraulik, die da eingebaut ist. Weil zwischendurch geht es wieder ganz gut und dann verliert er plötzlich wieder am Boden. Wenn natürlich die Abstandsregelung zum Boden nicht mehr richtig funktioniert, dann kann das zu unangenehmen Situationen führen. Und vielleicht hat er sich deswegen auch den Flügel kaputtgeschlagen. Bei einem Randstein oder so. Aber siehst du hinten, es staubt immer wieder. Das Auto sitzt am Boden auf. Ein Senna gibt natürlich nie auf. Aber es war schon eine interessante Entwicklung, die ja dann im Jahr danach auch von oder in den Jahren danach von Williams kopiert wurde. Nur durften die nicht aktive Aufhängung sagen, das war Patent von Lotus. Sondern Williams hat es dann reaktive Aufhängung genannt. Und später experimentierte dann auch Ferrari damit und die hatten ein paar furchtbare Unfälle. Als Menzel zu Ferrari ging, dieses System dann fuhr, sagte er, ich war manchmal nur Passagier, das war eine rollende Zeitbombe. Gerd Berger hatte in Portugal mal einen furchtbaren Unfall mit diesem aktiven System. Heute ist das natürlich alles Geschichte, aber das ist irgendwie schon gefährlich, wenn man die Bilder sieht von einem Ayrton Senna, der da mit diesen technischen Problemen kämpft. Aber wir können Sie beruhigen, Senna wird nichts passieren in diesem Grand Prix. Philipp Streif wird hier überrundet im Tyrrell im Saugmotor, der ja dann 2 Jahre später diesen schlimmen Unfall haben sollte, der ihn in den Rollstuhl brachte. Ja, die Sauger, hinter ihm der Teamkollege, ohne den Hauch einer Chance, Palmer und Streif, sind beide jetzt überrundet.
Aber sie fahren beide in die Punkte, wohlverstanden, mit 200 PS weniger. Das Renn-PS, ja. In der Qualifikation war es ja noch mehr, da waren es ja 400 PS Unterschied. Das auf einem Kurs wie in Hockenheim, auf dem Power zählt. Hier kommt jetzt Nelson Piquet über Start und Ziel. Er ist Zweiter, 5 Runden vor Schluss. Für Prost wäre es übrigens der 28. Sieg. Damit hätte er einen mehr als Jackie Stewart. 17 Sekunden sollten doch eigentlich reichen. Und Sie hören schon das Wort eigentlich, denn es passiert noch was in den letzten 4 Runden, 4,5 Runden. Sieht Prost nicht vor sich, hat freie Fahrt nach vorne und nach hinten. Ja, mit 17 Sekunden kann man natürlich das auch auf den langen Geraden in Hockenheim nicht sehen. Und jetzt passiert's. Alain Prost wird langsam. Kein Strom mehr. Der Strom ist ihm ausgegangen, weil die Lichtmaschine streikte. Jetzt ist er gefahren, bis die Batterie leer war und dann gab es keinen Zündfunken mehr und aus ist es. So was Blödes. In Führung liegend, 5 Runden vor Schluss, erwischt es Alain Prost. Das ist natürlich äußerst ärgerlich. Auf Rekordkurs, auch was die WM angeht, wären diese 9 Punkte ganz, ganz wichtig gewesen. Menzel ist draußen heute und jetzt muss er die Führung kampflos an Nelson Piquet herschenken. Tja, die warten und die warten umsonst. Jetzt ist ihr Eisen im Feuer, Stefan Johansson. Der war ja auch schon ein paar Mal an der Box, aber der ist jetzt hinter Piquet auf Platz 2 nach vorne gespült worden. Ja, fast eine Runde Rückstand zwar, aber immerhin, er ist jetzt im Klassement Zweiter. Piquet erbt den Sieg in Hockenheim 1997 von... Sie hören, er schaltet sehr früh hoch und Frank Williams kann sich freuen im Rollstuhl. Und Piquet wird sich natürlich auch über diese 9 Zähler umso mehr freuen, denn sein ärgster Rivale Menzel ist ausgefallen. Auch Prost ist draußen, Senna rollt um den Kurs. Es läuft gut für Piquet. Die letzten Runden in Hockenheim bestimmen die Taktik. Es wird herumgerollt, das Auto wird ins Ziel getragen. Die Augen haften auf der Sprituhr. Noch einmal 7 Kilometer. Das ist eine ganze Ecke, die es da noch zu fahren gilt. Monza und Hockenheim damals die 2 längsten Kurse des Kalenders. Und hier sehen Sie nochmal den Überblick. Über eine Minute auf Johansson. Senna, Streif, Palmer und Aljo sind überrundet. Jetzt sieht man, wie langsam er fährt, dass er den Philipp Aljo vor ihm im Saugmotor nicht mal mehr einholt. Aber das konnte Piquet schon immer. Er war ein Minimalist. Er hat immer nur das gemacht, was gerade nötig war zum Siegen. Und seine Erfolge haben ihm recht gegeben. 3 Titel, 81, 83 und 87. Piquet, der zweiterfolgreichste Brasilianer nach Ayrton Senna. Einen Titel mehr als Emerson Fittipaldi. Diese 3 muss man in einem Atemzug nennen. Thank you.
Das letzte Mal jetzt in der Sachskurve. Da sind ein paar brasilianische Zuschauer unten, die schwenken die Flaggen. Vielleicht haben sie auch das Lager gewechselt. Die sind aber normalerweise Senna-Fan. Da hat er darunter gelitten, dass Senna viel mehr Fans hatte als er. Und jetzt sind die 9 Punkte kassiert. Nelson Piquet gewinnt in Hockenheim 1987 auf dem Weg zum 3. Weltmeistertitel. Ein Meilenstein für den Brasilianer. Und hier schleppt Johansson auf Platz 2 liegend das Auto noch ins Ziel. Sehen Sie sich das mal an. Ein Reifenschaden in der letzten Runde. Und er fährt weiter, als ging es auch mit 3. Und wird Zweiter vor Ayrton Senna, der das Weitwunderauto auf Rang 3 ins Ziel rettet. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Keep racing.